Wir zeigen dir heute mal, wie man mit unserer Einblasdämmung aus Stroh gesund, nachhaltig und urenkeltauglich bauen kann. Ökologisch und nachhaltig dämmen mit Stroh. Wir kennen das Bauen mit Strohballen, hier großformatige Strohballen für den Lastwagen-Strohballenbau oder auch kleinformatige Strohballen für die Holzständerbauweise. Seit einigen Jahren gibt es nun auch Einblasdämmung aus Stroh. Es hat ein echtes Potenzial, das gesunde und urenkeltaugliche Bauen bzw. die Bauwende aktiv mit voranzubringen. Wächst jedes Jahr nach. Wir machen alleine in der Bundesrepublik ungefähr 12 Millionen Tonnen an Weizenstroh, wovon ein Drittel in der Landwirtschaft benötigt wird und der zwei Drittel sind einfach über, den wir für andere Bereiche nutzen können. Ich bin heute bei Volker Kornies und Benjamin Lechermann und lass mir mal erklären, wie das Ganze funktioniert. Wie entsteht Einblasdämmung aus Stroh und was können wir alles damit dämmen? Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du vorbeischaust. Mein Name ist Christina Ebisch und hier auf dem Kanal dreht sich alles so rund ums gesunde und urenkeltaugliche Bauen. Hier sieht man an unserem Ausstellungsstück, wo wir einfach mal einen Schnitt gemacht haben, genau durch eine Gebäudehülle, wo wir unser ISO-Stroh eben super verbauen können. Wir haben hier zum Beispiel den Holzrahmenbau, wo wir das Stroh eben einblasen können. Wir haben hier die Spanlage, da finden wir uns auch immer wieder. Oder eben die Geschossdecke, wo Stroh eben super auch als Schüttdämmung eingesetzt werden kann. Um das einfach ein bisschen sichtbarer zu machen, was eigentlich an Potenzial in unserem Stroh steckt. Auf einem Hektar, das ist circa so groß wie ein Fußballfeld, wächst jedes Jahr ein Einfamilienhaus an Stroh. Man kann circa sagen 3000 Brote und 50 bis 70 Kubikmeter an Strohdämmung. Also hier haben wir das klassische Spandach, ganz normaler Aufbau, der aus unserer Sicht 80-90% so gebaut wird, zumindest vielleicht auch so gebaut werden sollte. Klassisches Spandach, Belüftungsebene, Holzweichfaserplatte, die Feuchtigkeit super gut von innen nach außen immer wieder abführen kann. Durch die eventuell noch verlegte Winddichtigkeitsbahn und die Einblasdämmung aus ISO-Stroh. Unterschiedliche Spanhöhen kann man hier ganz klar erkennen, lückenlos eingebaut. Wir haben also einen klassischen Einblasdämmstoff, der sich genauso in die Ecken legt wie jeder andere auch. Und wir haben in Verbindung mit der Weichfaserplatte eben einen überragenden Hitzeschutz. Und das ist aus unserer Sicht derzeit schon fast wichtiger als die eigentliche Dämmung. Hier seht ihr unser ISO-Stroh, Einblasdämmstoff aus 100% Weizenstroh, ökologisch, nachhaltig, jedes Jahr wieder verfügbar. Die Vorteile von ISO-Stroh, unser Stroh brennt nicht, das schaffen wir eben durch die gebundenen Silikate, die der Strohhalm schon auf dem Feld einspeichert, um sich selber vor Feuchtigkeit und Schimmel zu schützen. Unser Vorteil ist eben auch, wir verdichten mit 105 Kilo pro Kubikmeter. Das bedeutet einfach, dass wir einen extrem hohen Schallschutz haben durch die Masse im Gefach. Und wir haben die beste Phasenverschiebung, also sommerlicher Hitzeschutz ist ein ganz großes Thema, um einfach in Gebäuden, wo man zum Beispiel unterschläft, im Dach ein kühles Raumklima zu haben. Hier haben wir den Aufbau Stroh-Einblasdämmung auf bestehender Außenwand. Wenn man so etwas macht und wohnt meinetwegen in Norddeutschland, hat man ja in der Regel den Fall, dass es eine Hohlschicht gibt. Das heißt, hier gibt es einen Verblender, dann gibt es eine Hohlschicht und ein Innenmauerwerk. Wenn man so eine Außendämmung macht, ist es eben wichtig, dass die Hohlschicht auch voll gedämmt wird, allerdings nicht mit ISO-Stroh, dafür ist das Material nicht geeignet. Die Außenverblendschale, wenn sie gestrichen ist, muss unbedingt angeschliffen werden. Dann kommen senkrechte Traghölzer, auch KVH oder auch anderen Materialien auf die Wand. Draußen eine Weichfaserplatte drauf, so wie hier ist es jetzt gezeigt, als Putzfassade, kann aber auch eine hinterlüftete Fassade sein mit Holzfassade oder mit Schindeln oder sonst etwas. So, und in die Hohlräume wird dann eben ISO-Stroh eingeblasen. Sagen wir mal von 10 bis 25 oder 28 ist das kein Problem. Also hier haben wir jetzt gerade eine Baustelle fertiggestellt mit ISO-Stroh. Jeder Wandaufbau ist möglich. Es kann also auch eine ganz moderne Fassade sein beziehungsweise ein moderner Grundriss. Wir haben hier eine Altholzplatte, dann haben wir eine Massivholzwand.
eine vorgehängte Konstruktion mit 24 cm. Da ist unser Isostroh drin. Und draußen haben wir eine 35 mm Holzweichfaserplatte, eine Hinterlüftung und eine vorgehängte Ziegelfassade. Also ein ganz sauberer, gerader, dampfoffener Aufbau. Wir haben hier eine vorgehängte Ziegelfassade. Ist ein dänischer Handstrichziegel. Wir können mit der Einblasdämmung aus Stroh sowohl im Neubau als auch im Altbau gleichermaßen gut arbeiten. Ist völlig unabhängig. Die Konstruktionen ähneln sich, also sind die Aufbauten auch immer ziemlich gleich. Ja, kann sich jeder vorstellen, das hier kann Alt- und Neubau sein. Das hier kann eine Neubauwand sein, die außen mit Stroh gedämmt wird, kann aber auch eine Altbauwand sein, die jetzt außen mit Stroh gedämmt wird. Die Aufbauten sind in der Regel alle gleich. Innendämmung verwenden wir bei Häusern, die außen aus optischen oder Denkmalschutzgründen nicht verändert werden dürfen. So gehen wir dann eben auf die Innenseite. Die Einlassdämmung ist komplett chemisch frei. Wir benötigen für den Brandschutz keine Borate. Das schafft das Stroh von Natur aus ganz alleine durch den hohen Silikatgehalt. Silikate ist ein gebundenes Salz, was die Flamme immer kühlt. Und dementsprechend erreichen wir damit unseren Brandschutz. Ja, und hier sieht man mal ein Beispiel für eine Innenwanddämmung. Jetzt in diesem Beispiel ist es mit einer USB-Platte. Die empfehlen wir aus Überzeugung aber nicht. Wir sehen dann eher eine Vollholzschalung und einen Aufbau mit Weichfaser oder anderen Putzträgerplatten für einen Lehmputz, so wie er hier dargestellt ist. Sondern kann man eben die Innenwand super gut in unterschiedlichen Stärken auch mit Stroh abdämmen. Also wir haben hier den Aufbau gedämmter Holzfußboden auf Betonsohle. Wir haben hier einen Dielenboden mit einer Dampfbremspappe, Lagerhölzer. Die Höhe ist flexibel. Dann haben wir hier eine Einblasdämmung aus Stroh, eine absperrende eine Feuchtigkeitssperre für die Betonsohle. Ja, und dann haben wir einen wunderbaren, nachhaltigen Fußboden, völlig unbelastet mit einer Stroheinblasdämmung. Und das ist das gleiche Stroh wie das, was wir hier oben im Dach sehen. Also wir machen seit 95 nichts anderes als Einblasdämmstoff. Und waren schon immer im Rahmen nachhaltig unterwegs. Nicht ganz konsequent, aber doch ziemlich gerade. So. Das heißt, wir haben immer Zellulose verarbeitet, haben gesehen, dass wir immer keine Folien verarbeiten, immer Dampf auf dem Bauen. So. Und dann haben wir das Stroh kennengelernt und haben eben gesehen, wie sich das ins Feld füllt. Und das war eben so der ausschlaggebende Grund. Also Stroh kennen wir ja alle. Wir kommen vom Dorf, wir haben selbst beim Bauern gearbeitet, das kennt ja jeder. Das ist emotional. Und dann siehst du, wie Stroh das erste Mal richtig eingeblasen wird in so einen Schaukasten, wo du denkst, ja, da hätte auch schon mal vorher einer drauf kommen können. Ne? So, aber ist eben nicht. So, und dann siehst du das da und dann war die Lage für uns also klar, dass wir nur noch mit diesem Stroh arbeiten wollen, weil das eben schlüssig ist. Das riecht gut, du kannst es fühlen, es ist ein Massenspeicher, es verdichtet sich, es geht in jede kleine Lücke, also muss man sich einfach nichts merken. So, und das war so der ausschlaggebende Grund. Und hier seht ihr das Material, wie es auf die Baustelle kommt. Mit der Einblasmaschine wird es über das Schlauchsystem in das Dach, in die Geschossdecke oder in die Wand eingebracht. Und hier an dem Muster könnt ihr mal in die Wand einfach reingucken und sehen, wie sich das Material verfüllt. Genau.
Hier an unserem Messestand sieht man dann zum Beispiel auch schön, dass das Material sich gleichmäßig im Gefach füllt. Wenn wir die 95 bis 105 Kilo erreichen, sind wir auch setzungssicher, da wir eine Naturfaser haben. Und wenn die mit einem Überdruck eingebracht wird, der Druck geht weg aus dem Gefach und dementsprechend entspannt sich die Faser wieder, das Material geht auf und dadurch sind wir eben komplett setzungssicher. Wir haben sogar eine Negativsetzung, das bedeutet einfach, dass das Material noch wieder nach weiterhin aufgeht und sich nicht setzen kann. ESO-Stroh gibt es seit 2018. Wir haben das 2019 kennengelernt. In einer Vorführung waren total begeistert und haben für uns beschlossen, dass wir das nur noch verarbeiten wollen. Aus Überzeugung, weil man das auch fühlen kann. Dann habe ich mich in den Flieger gesetzt, bin nach Österreich geflogen zum Stammwerk, habe das gesehen und dann war mir relativ klar, dass wir das möglichst zügig aus Überzeugung nach Norddeutschland holen wollen, um das eben hier auch zu vertreiben, weil das ja ein einmaliger Dämmstoff ist. Da kannst du ja voll dahinter stehen. So, musst dir nichts merken. Ist völlig unbehandelt, hat alle Vorzüge, ist jedes Jahr wieder neu da. Das heißt, wir haben ganz geringe Primärenergiekosten, um den Dämmstoff herzustellen. So, und das haben wir dann von 2019 an haben wir das vorangetrieben. Und seit Ende 2022 sind wir produktionsreif. Das heißt, wir können ISO-Stroh Gold, das ist ein unbehandeltes Stroh und einmal auch das ISO-Stroh Standard, das heißt, es ist ganz aus dem ganz normalen Ackerbau Weizenstroh als Dämmstoff hier anbieten. So, das ist ISO-Stroh, da stehen wir voll dahinter. Wir bauen seit 4,5 Jahren nichts anderes mehr ein. Warum eigentlich Weizenstroh? Weil Weizenstroh am meisten angebaut wird. Wir könnten auch ganz normal Roggen, Hafer oder Gerste nehmen. Dann bräuchten wir aber wieder eine beaufsichtigte Zulassung. Und deswegen haben wir uns einfach für Weizenstroh entschieden, weil das am meisten verfügbar ist, regional. Dass das, was ich fühle in Bezug auf diesen Dämmstoff, dass das andere auch erleben und fühlen können. Aber braucht es dafür unbedingt das zerkleinerte Einblasstroh? Was ist mit den bewährten Strohballen für den Strohballenbau? Der klassische Strohbau ist ja begrenzt in seiner Ausführung. Und man wünscht sich natürlich irgendwie einen technischen Dämmstoff, der lückenlos nahezu überall eingebaut werden kann. Und da lag es natürlich nahe, dass das Stroh entsprechend so aufzubereiten, dass es setzungssicher sich in Gefache einblasen lässt im Vergleich zu anderen Einblasdämmstoffen. So. Und das ist dem Hersteller eben gelungen. Eigentlich 50 Jahre zu spät, aber passt noch. Für uns war klar, dass wir das nicht nur als Verarbeiter verarbeiten wollen, sondern auch als Hersteller nach Deutschland holen wollen. Das haben wir ja getan. So, hier zeigen wir mal unsere Strohdämmung in Verbindung mit einer Holzmassivbauweise. Wir finden, dass das sehr, sehr gut zusammenpasst. Das heißt, wir haben hier oben im Dämmstoff einen super guten Massenspeicher eigentlich schon und die Massivholzbauweise natürlich sowieso. Das heißt, die beiden passen sehr gut zusammen, gerade wenn wir im leimfreien Massivholzbau unterwegs sind. Keine weiteren Verbindungsmittel, alles nur aus Holz, nicht geleimt, mit dem ganz reinen Stroh. Dachaufbau wieder mit einer Holzweichfaserplatte, die ja eigentlich immer dazugehört. Finden wir sehr gut, zeigen wir hier an dem Muster mal. Fassaden sind alle möglich. Bis hin zu einer Verblendfassade, hat einfach große Vorteile und ist genauso nachhaltig wie die Massivholzbauweise, die auch demontabel sein könnte. Die Vision der Männer von ISO-Stroh Nord ist, dass jeder in Deutschland vom Potenzial der Einblasdämmung aus Stroh erfährt. Wenn du das gerne unterstützen möchtest, dann hinterlass einen Kommentar. Du unterstützt so auch meinen Kanal und unterstützt damit, dass das gesunde und urengeltaugliche Bauen weiter bekannt wird. So, jetzt gehen wir mal zu Benny in die Produktionsanlage, der erklärt uns jetzt alles. Willkommen bei ISO-Stroh. Wir sind jetzt in der Produktion und hier wollen wir euch einmal zeigen, wie wir unsere ISO-Stroh-Einblasdämmung herstellen. Wir kriegen von den Landwirten unsere Quaderballen, unsere Weizenstrohballen, so wie man das hier sieht, vorgetrocknet von der Sonne. Wir brauchen keine extra Energie, um zum Beispiel das Material zu trocknen. Und dann verarbeiten wir diesen Strohballen eben zu unserer super Einblasdämmung. Und das zeige ich euch jetzt. Ja, hier legen wir unsere Quaderballen auf die Station auf, unsere Kommandozentrale oben am Display, damit steuern wir die komplette Anlage.
Wenn ihr jetzt mal mitkommt, über einen Schubboden wird das Material vorgezogen in den Prozess rein, wird wieder aufgelockert, weil der Quaderballen an sich sehr fest gepresst ist, ungefähr mit 300 Kilo pro Ballen, wird hier über die Zerlegeeinheit wieder aufgelöst, so dass wir das Stroh im Ursprung haben, wird gehäckselt, wird zerfasert, wird nochmal gehäckselt und geht dann in den Zwischenspeicher bei uns. Hier wird das Material hochbefördert, geht in die Waage rein, werden 18 Kilo abgepackt und kommt dann hier unten als fertige Sackware raus. In diesem Prozessverfahren wird das Produkt nochmal achtfach entstaubt, um es eben im Einblasverfahren so staubfrei wie möglich verarbeiten zu können. Ein großer Vorteil von unserem Einblasdämmstoff ist zum Beispiel auch, dass wir das ISO-Stroh in der Balkenlage als Schüttdämmung verwenden können. Das heißt, ich kann das Material direkt aus dem Sack in die Balkenlage schütten. Verteile das Material. Verdichte es. Zum Beispiel mit einer Dachlatte oder mit einem Rechen. Man kann es plan abziehen. Ich erreiche dann nicht mehr wie in der Wand oder in der Decke unsere 105 Kilo, wie im Einblasverfahren, sondern erreiche ungefähr um die 85 Kilo, was immer noch ein sehr guter Wert ist, was den Trittschall und den Wärmeleitwert angeht. Ein großer Vorteil ist einfach, wir brauchen hier zum Beispiel bei dem Verfahren keine Einblasmaschine. Somit kann der Bauherr es selber verarbeiten. Danke, Benni, für den aufschlussreichen Einblick ins Thema Einblasdämmung mit Stroh. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, die mich bewegt. Wie passt denn jetzt ökologisches Bauen, Baubiologie, Wohngesundheit zusammen mit Stroh aus konventioneller Landwirtschaft? Beißt sich das nie irgendwie? Gute Frage. Das beißt sich nicht. Wir haben das Material ja sowieso da. Es ist ein sowieso Produkt der Landwirtschaft. Das nutzen wir eben, um die ökologisch nachhaltigen Gedanken voranzubringen. Und wir haben es gekapselt in der Gebäudehülle. Das heißt, da kann gar nichts mehr in Wohnraum oder so eintreten oder ausdünsten. Das funktioniert nicht. Aber wir haben da eben auch eine Lösung für jemanden, den das interessiert. Wir haben eben auch Naturland-Bio-Stroh. Das nennt sich bei uns ISO-Stroh Gold. Komplett biologisch angebautes Stroh ohne irgendwelche Spritzmittel zum Beispiel. Wer das eben möchte, kann das eben auch bekommen von uns. Das ist cool. Naturland zertifiziert. Okay, top. Cool. Schön. Freut mich zu hören. Ich sage auch nochmal vielen Dank von unserer Seite aus. Es hat uns mega Spaß gemacht. Lasst uns zusammen das urenkeltaugliche Bauen weiter voranbringen. Ihr seid Architekten, Planer, Bauherren oder Verarbeiter und habt Interesse an unserem ISO-Stroh? Dann meldet euch gerne bei uns. Kontaktdaten unten in der Videobeschreibung. Wir freuen uns auf euch.